Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist Dr. Tobias Mönch, Teamleiter bei der Winware Software GmbH. Mit ihm sprechen wir über professionelle digitale Kassen-Apps. Guten Tag, Tobias, und herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Ich freue mich, dass du da bist und wir uns heute über Authemio, die professionelle digitale Kassen-App, unterhalten. Du bist ja als Teamleiter federführend für dieses Produkt. Und mich würde interessieren, wie sind denn eigentlich die Ideen oder beziehungsweise das Konzept für diese mobile Kassen-App entstanden? Wir, das ist das ganze Team hinter Authemio und ich, sind häufig im Kontakt gewesen, sowohl beruflich als auch privat, mit Menschen, die auf der Suche für ihr Startup nach einer Kassenlösung waren, nach einem System, was wirklich sehr, sehr einfach funktioniert, was möglichst flexibel ist. Und bei allen diesen Interessenten hatten wir immer wieder das gleiche Thema, es sollte einfach funktionieren. Ganz unabhängig davon, wo die sich befinden, sowohl im Ladengeschäft als auch im Imbisswagen, wenn die unterwegs sind, oder auch im ganz mobilen Einsatz. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Friseur unterwegs ist zum Kunden oder ein Podologe und vor Ort und dort muss diese Lösung einfach funktionieren. Für diese Fälle sind natürlich Cloud- und App-basierte Kassensysteme sehr, sehr spannend für die Interessenten, für die Kunden, weil diese natürlich einen wirklich einfachen Einstieg in die Software bieten, sich leicht einrichten lassen und viele Vorteile mit sich bringen. Das heißt also, Daten werden automatisch übertragen und gesichert und ich habe hinterher alle Daten an einem Ort. Das ganze Unternehmen kann ich dann hinterher am Laptop zentral verwalten und ich habe vor allem für meinen Steuerberater alles an einer Stelle. Für uns als Hersteller und Softwareentwickler ist das natürlich auch sehr spannend, weil man einfach moderne Software entwickeln kann, die diese ganzen Anforderungen erfüllt und dem Kunden am Ende Spaß macht. Und Sie sind ja ansässig im Herzen von Sachsen-Anhalt. Würden Sie sagen, dass der Ort eine wichtige Rolle für den Vertrieb des Produkts gespielt hat? Oder ist das eigentlich egal und das spielt gar keine Rolle und die App ist ja ortsunabhängig? Das ist richtig, genau. Insofern ist Software Made in Germany bei uns dann eben nicht nur ein Slogan, sondern ist auch Programm. Für den Vertrieb spielt der Ort an sich aber keine Rolle. Denn inzwischen ist jeder daran gewöhnt, dass man auf der Suche nach Produkten, auf der Suche nach Anwendungen und heutzutage eben auch nach Apps, suche ich einfach online, finde die Produkte dann online. Viele Leute haben einfach auch ein Tablet verfügbar und können sich die App aus den gängigen App-Stores, also aus dem Google Play Store, aus dem Apple App Store, einfach herunterladen und ausprobieren. Wir stellen fest, dass viele unserer Interessenten vor allem abends, also nachdem sie ihr Tagesgeschäft erledigt haben, sich dann oft mit dem Thema erst befassen, online recherchieren und dann zu ihrem Tablet greifen und einfach mal ausprobieren. Thema einfach mal ausprobieren. Kann ich die App quasi einfach downloaden und für eine gewisse Zeit das Ganze mal testen, weil ich meine, das ist ja wahrscheinlich dann so ein Tool, was ich fast jeden Tag benutze und damit muss ich mich ja wohlfühlen, mich auch auskennen. Gibt es die Möglichkeit, das einfach mal so zu testen? Ja, natürlich, das geht. Authemio kann man 14 Tage komplett kostenfrei ausprobieren, das heißt also einfach herunterladen und vollständig in Betrieb nehmen. Das heißt, im Prinzip kann ich in dieser Testphase, die völlig unverbindlich ist, die ganze Anwendung vollständig ausprobieren und dann auch schon produktiv einsetzen, wenn ich das möchte. Und das kann ich wahrscheinlich dann über den Apple Store und Android, also für quasi für alles kompatibel. Korrekt. Authemio ist sowohl für iPads im Apple Store verfügbar, als auch für gängige Android-Tablets im Google Play Store. Brauche ich also einfach nur herunterladen, installieren, muss einen Account anlegen natürlich und kann dann einfach direkt starten. Tobias, heutzutage ist es ja so, dass Kunden alles aus einer Hand haben wollen. Die wollen einen Ansprechpartner haben. Jetzt haben wir die App Authemio. Gibt es auch noch die Möglichkeit, Hardware über dich oder über euch zu beziehen? Ja, das ist richtig. Wir stellen fest, dass es für die Kunden einfach wichtig ist, dass sie Hardware, Geräte und Komponenten möglichst leicht beziehen können und auch möglichst aus einer Hand mit der Anwendung beziehen können. Denn dann kann man sich sicher sein, dass die Komponenten alle miteinander kompatibel sind. Aus dem Grund haben wir das von Anfang an mit in unser Repertoire aufgenommen. Das heißt, die Kunden können bei uns Hardware ganz individuell anfragen und passend zu ihrem Wunsch würden wir dann mit dem Kunden das zusammen abstimmen und soweit möglich bereitstellen. Damit ist der Einstieg für die Kunden möglichst leicht und eigentlich können die Leute dann einfach die Geräte verbinden und direkt loslegen. Euer Slogan lautet ja einfach mobil kassieren. Kann ich das auch als Startup oder Kleinstunternehmer verwenden? Also ist die App auch für mich was Gutes? Genau, also die App Authemio ist insbesondere für Startups und Kleinunternehmer gedacht.
da diese, das stellen wir häufig fest, mit ihren Gedanken bei ganz vielen anderen Themen unterwegs sind, bei ihrer Unternehmensgründung, bei der Einrichtung, und die wollen sich einfach viel um die Kunden kümmern und haben eigentlich keine Zeit, sich wirklich mit den fachlichen Dingen einer Kassenführung auseinanderzusetzen. Aus dem Grund war es uns bei Authemio wichtig, dass die Interessenten, die Kunden, die Startups wirklich die Möglichkeit haben, sich ganz leicht hereinzufinden, ganz leicht damit durchzustarten und sich Schritt für Schritt durch die Anwendung führen zu lassen. Du hast jetzt gerade schon mal die Handhabung angesprochen, beziehungsweise die Anwendung. Was macht denn deine beziehungsweise eure Lösung so einfach? Wir haben bei der Entwicklung von Authemio und der Benutzeroberfläche stark darauf geachtet, dass man wirklich kein tiefgreifendes Fachwissen in der Buchführung und Kassenführung an der Stelle benötigt. Das heißt, der Anwender startet einfach, registriert sich, startet mit der Anwendung durch und wird dann Schritt für Schritt durch alles geführt, was er benötigt. Das heißt, er hat in einem Überblick alle Funktionen verfügbar und alle Informationen, die er eigentlich sucht. Das beginnt schon bei der Registrierung und Inbetriebnahme. Das heißt, der Kunde meldet sich einfach nur an, wird als Bediener angemeldet, startet einfach seine Kassensitzung, kann dann einen Artikel anlegen und einen Preis eingeben und ist dann eigentlich schon in der Lage, komplett durchzukassieren, einen Kassenabschluss durchzuführen und hat damit alles erfüllt, was er in seinem täglichen Ablauf beim Kassieren braucht und was am Ende auch für den Steuerberater die wichtigen Informationen sind. Und wer nutzt eigentlich eure App? Also habt ihr eine bestimmte Zielgruppe bzw. eine bestimmte Branche, die diese App öfter downloadet vielleicht als andere? Also Authemio wird sowohl von kleineren Unternehmen und Startups, wie wir schon besprochen haben, eingesetzt, aber eben auch von etablierten Unternehmen, die bereits zahlreiche Kassen gleichzeitig im Betrieb haben. Die Branchen, die bei Authemio vertreten sind, die sind dabei aber sehr weit gefächert. Das geht also los bei Foodtrucks und Imbisswagen, die sehr viel im mobilen Einsatz unterwegs sind. Das sind kleine Bäckereien, die sehr individuell backen, auf Bestellungen häufig. Das sind aber auch Unternehmen im Dienstleistungssektor, also Friseure, Podologien, bis hin aber auch zu klassischen Einzelhändlern. Das können also auch Secondhand-Shops sein, Kindermodegeschäfte oder Ähnliches. Und wenn ich mich jetzt entscheide, Authemio zu verwenden, ich habe das 14 Tage lang getestet, fand es super easy und habe gedacht, ich möchte nur noch mit der digitalen Kassen-App arbeiten. Gibt es da eigentlich so Ausgangssituationen für Interessenten eurer App und laufen da Prozesse immer gleich ab, wenn ich mich quasi für diese App entscheide? Die Prozesse, die da ablaufen, sind eigentlich schon sehr ähnlich, das stimmt. Wir stellen fest, dass die Interessenten, die zu uns kommen, häufig wissen, dass sie eine Kasse wollen, dass sie auch eine Kasse benötigen, aber nicht im Detail, was wirklich die rechtlichen Anforderungen dazu sind und was auch die technischen Anforderungen sind. Häufig ist es so, wie ich bereits erwähnt habe, dass die Leute online sich einfach schlau machen, dann online auf uns stoßen und beginnen einfach mal auszuprobieren. Und nach diesem ersten Schritt erhalten wir meistens ein paar Rückfragen, weil es doch immer mal Unklarheiten gibt, wie funktionieren Dinge, welche Geräte brauche ich dazu. Das klären wir dann mit den Leuten, bereiten eventuell ein Angebot vor. Und wenn die Leute dann die Hardware haben, dann sind sie einfach schon in der Lage, direkt durchzustarten. Das heißt, sie öffnen die App, gehen in die Einstellungen, verbinden Bongdrucker und technische Sicherheitseinrichtung beispielsweise und können dann komplett rechtskonform durchkassieren. Thema durchkassieren, geht das nur, wenn ich quasi Internet habe und online bin? Weil das ist ja manchmal immer noch in Deutschland so ein kleiner Schwachpunkt. Oder kann ich die App und auch die Hardware verwenden, wenn ich offline bin? Und ist das eine Frage, die viele Kunden euch stellen? Also was passiert, wenn mein Internet wegbricht? Funktioniert das trotzdem noch? Das ist in der Tat ein Thema, was wirklich sehr oft und immer wieder relevant ist. Es ist bei Authemio so gedacht, dass die App an und für sich überall funktioniert. Das heißt, wenn ich mit dem Internet verbunden bin, da werden alle Daten sofort übertragen. Und wenn ich nicht mit dem Internet verbunden bin, werden die Daten später übertragen. Wir haben aus dem Grund Authemio genau so gebaut, wie die Kunden das eigentlich wollten. Das heißt, der Wunsch ist oft da, Mensch, ich habe im Ladengeschäft kein Internetanschluss oder die Internetverbindung, meine Mobildatenverbindung ist sehr instabil. Wir können uns auch gut das Beispiel von einem Foodtruck vorstellen, der ist oft an verschiedenen Standorten unterwegs. Zwischendurch gibt es leider doch immer mal Funklöcher und die Leute wollen aber sicherstellen, dass ihre Daten immer sicher, rechtskonform sowohl gespeichert als auch übertragen werden. Das wird mit Authemio in jedem Fall sichergestellt. Hinterher landen die Daten immer zentral im System und werden zentral gespeichert, wo ich sie dann auswerten kann. Und zuletzt möchte ich noch von dir wissen, Tobias, ihr habt ja ein Startup gegründet und jedes Startup hat ja auch einen klaren Fokus, eine Strategie. Was habt ihr euch für die Positionierung von Authemio vorgestellt?
Für Otemio ist es uns auch weiterhin wichtig, so wie bisher, dass wir den Fokus ganz, ganz stark auf die Einfachheit legen. Denn Kassenbedienung, Kassennutzung und Kassenführung muss an sich nicht kompliziert sein, wenn die Anwendung einem diese ganzen aufwendigen Prozesse möglichst weit abnimmt. Das, was wir also machen werden, ist auch weiterhin zusätzliche Funktionen zu entwickeln, die es dem Unternehmen, dem dann wachsenden Unternehmen erlauben, weiter mitzuwachsen, zum Beispiel zusätzliche Kassen hinzuzubuchen, neue Funktionen zu nutzen, sodass Anwendung und Unternehmen miteinander wachsen können. Wichtig wird es an der Stelle natürlich weiterhin sein, dass wir diese ganzen Funktionen in Videos dokumentieren, das den Leuten einfach zur Verfügung stellen auf unserer Webseite www.otemio.de. Perfekt. Im Endeffekt kann ich auf der Webseite ja dann alles nachschauen, was ich brauche und hänge nicht in so einer blöden Kundenhotline, sondern sehe wirklich auf einen Blick, wie einfach die Handhabung ist. Das klingt wirklich super interessant. Vielen Dank, Tobias, dass du heute mein Gast warst. Vielen Dank.